es weitergeht und das ist einfach so neugierig. Und man hat, ist halt neugierig darauf. Und dann schaut man eben einfach immer wieder, die, wenn man sieht, in der Abo-Box, ey cool, neue Folge. Gerade ist es bei lustigen Sachen sehr, und bei mir jetzt ist es so bei lustigen Sachen oder auch einfach bei fesselnden Sachen. Ich gehe euch damit jetzt nicht auf den Keks, aber als Beispiel kann ich immer wieder nur Gronkh sagen. Starbound gucke ich einfach jede Folge an, weil es zum Brüllen lustig ist. Und Banished gucke ich einfach an, weil es fesselnd ist, weil man einfach wissen will, wie es weitergeht. So kann man sich das bei mir vorstellen. Und mit einem neuen Bildschirm macht das so gleich noch mehr Spaß. Sieht auch wirklich halt ein zu hoch. Wirklich besser aus. Ich setze mal wieder eine Fackel. Man sieht zwar relativ viel trotzdem, aber so ein bisschen backen tut es dann manchmal schon. Nee, es backt nicht, aber es ist halt zu dunkel für den Bildschirm. Wenn es hier kein Licht hat. So. Habe ich eine... Ich würde sagen, wir gehen dann hier erstmal wieder ein Stück nach oben. Hier nochmal einen weg und hier nochmal einen weg. Damit ich dann auch, wenn mal was ist, schnell mal schauen kann, wo bin ich denn hier gerade. Oder um eben zu sagen, ach, hier wollte ich ja doch nicht hin. Ich sag mal so, unter der Monsterfalle sind wir eh durch, das müssen wir ja gar nicht drüber reden. Aber wo man sich so gerade an sich befindet, wäre trotzdem mal interessant. Mama. Naja, sieht doch gar nicht so übel aus, würde ich mal meinen. Wenn man dann hier ein Stück unter der Erde bleibt, so ein Block tief, und dann das mit Blättern verkleidet und dann kann man dort drüber rein. Wäre doch geil. Wobei vielleicht besser zwei Blöcke, aber... halt nach oben hin mit Blättern zu machen. Min soll ja jetzt auch nicht so uraufwendig sein oder irgendwas. Einfach nur, dass man hier eine U-Bahn hat. Oder so eine Halb-U-Bahn, Halb-S-Bahn. Wie man es vielleicht auch aus manchen Städten kennt. Gerade Berlin hat das ja. Und dass man dann hier so ein bisschen rumfährt. Wenn man dann hier so eine Querlinie zum Baumhaus ist, das dann hier. Dass man dann hier noch ein Stück hoch geht. Hier so. Hier. Hier. Und dann hier noch ein Stück hoch geht. Und dann ist man ja quasi schon auf Blätterebene. Hier nochmal hoch und dann... Zack. Und nochmal eine Reihe Koppel. Einfach für die Gleise. Ringsum kann man dann noch mit Holz bauen und alles. So. Das wäre dann hier soweit. Soweit, so gut. Und das mit der Erde, das lösen wir aber jetzt mal von unten. Genau, da kommt hier der weg. Zack. 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 So. Dann passt das auch hier. Wenn wir jetzt mal hier rein, na klar, das bascht, bascht, wackelt und hat Luft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zack. So.
So, dann hier oben nochmal. Halt, dann muss ich hier zwischendurch. Na gut, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich würde sagen, machen wir jetzt erstmal überall ein paar Fackeln rein. Und dann kleiner mal ein Gleis drauf. So, zack. 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 Einmal. Sagen wir so, hier an den geraden Stellen reicht auch eine Schiene ab und zu mal. Da brauchen wir auch nicht so viele. Einzige, was man ab und zu dann mal braucht, ist eben an der Steigung etwas mehr, weil dort kann es auch passieren, er rollt wieder runter und fährt dann durch die Schienen beschleunigt rückwärts. Das kenne ich auch schon von manchen Strecken, wo ich dann längere Zeit rumprobieren musste. So, hier machen wir gleich mal zwei. Bei hier brauche ich ja dann eigentlich Arcane, wenn ich hier... mal dann hier mal 2, 1, 2, 3. Genau, dann hier hinten eine. Komm, 1, 2, 3. Dass wir dann auch einigermaßen mit den Gleisen hier hinkommen, aber ich denke, das sollte jetzt nie das Problem werden. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. Kleiner mal hier eine. Oh, und jetzt quiekt's vor meiner Türe. Rumpi ist nämlich gestern kastriert worden. Beziehungsweise sterilisiert. Wird auch bald nochmal ein YouTube-Video zu kommen. Ist zwar eigentlich böse, eine Miez dabei zu filmen, wenn es hier noch so halb halm ist, aber es ist einfach extrem niedlich. So, würde ich dann sagen, hier nochmal. Und dann Verprellbock. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Hebel, das war doch... Also irgendwie ging das, das weiß ich. Das war doch, glaube ich, oben Stick, unten... Na also, was wackelt und hat Luft. Wobei ein Knopf ist da fast besser hier. Weil ansonsten ist die Schiene ja immer an. Ich mache hier mal trotzdem einen Knopf hin. Bei dem anderen ist auch Knopf besser. Sieht zwar dann kacke aus, weil alles so dicht ist, aber vielleicht kann man es ja auch von der Seite irgendwie anbauen. Mal gucken. Für unsere allererste U-Bahn hier. Andere geht dann auch bis da runter und biegt dann eben in der andere Richtung ab, die dann für die Monsterfalle sein wird. So. Genau. Jetzt ist die Frage, habe ich mir schon irgendwann mal aus dumm Delay oder einfach weil ich Langeweile hatte ein Minecart gemacht? Ich würde ja fast behaupten, nö. Ich könnte mir auch denken, warum nie, weil ich es einfach nie gebraucht habe. Und falls doch, Asche auf mein Haupt, aber ich suche da jetzt... Na, da eh genug dabei. Ich wollte gerade sagen, ich suche da jetzt nicht nach. So. Probieren wir es nämlich gleich nochmal aus. Da wächst dann auch hier unsere Baustelle ein bisschen. Beziehungsweise die Links-Shift. Mal gucken, das war. Genau, Links-Shift. Aber so, schneller und bequemer als laufen. Ja, passt. Finde ich gut.
kommt man nämlich auch relativ schön zum Baumhaus. Oh, das war jetzt meine Schreibtischtüre. So, ich bin jetzt am Überlegen hier. Klini, Klini, Klini. Hier machen wir erstmal mit der Erde rein, dass das hier nicht so aussieht, wie es aussieht. Guck mal hier, Klini, 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 zack, zack. So, gucken wir mal. Ach klar, geht schon. Machen wir hier mal die Erde noch ein bisschen weg. Noch mal. Ja, das kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Ich meine, sieht doch gut aus, ne? Haben wir dann schon mal unsere erste Strecke. Die würde ich leider mal ein bisschen hintenrum hier beim Baumhaus schon mal anpassen. Wenn ich denn noch genügend Holz habe. Soll ich jetzt hier nicht genügend finden, gucke ich dann oben noch mal. Und wir haben ja auch, stimmt, wir haben unser Lager erweitert hier. Um eine Reihe, da braucht man ja auch noch Kisten, oder bräuchten wir noch Kisten. Das Holz sieht gerade schlecht aus. Kobbel, 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 Kies. Kies, Kies, Kies. So. Schau mal ganz kurz, ob wir hier noch was drin haben. Einfach, weil ich ja, wie gesagt, schon seit ein paar Millionen Jahren kein Minecraft mehr aufgenommen habe. So. Gut, also als nächstes habe ich gerade gemerkt, wir brauchen Holz. Saplings habe ich keine mehr dabei, aber die sollte ich dort ja finden. Aber ich gucke auch noch mal ganz kurz, wenn ich hier schon mal bin, ob... Mann. Es ist noch ein bisschen ungewohnt gerade. Kaktus wollte ich noch anpflanzen. Genau. Und damit habe ich jetzt auch schon eine ganz coole Idee gehabt. Gucken, Erde. Kobbel. Das ist die Frage. Die Frage aller Fragen. Ziegel. Noch mehr Ziegel. Tun wir mal hier wieder rein. Jetzt brauche ich nämlich Glas. Hier nochmal. Nope. Glas. Sand, Glas. Wobei, ich könnte das Glas ja vielleicht sogar ein bisschen farbig machen. Das wäre ja eigentlich ohne Idee. Ne, halt hier, ne? Baumaterialien. Sand, Glas. 25 Glasblöcke. Ach du Kacke. Können wir gleich nochmal... Gravel. Können wir gleich nochmal kurz was anschmeißen. Kohle. Weil ich möchte dann nämlich etwas... Oh, wartet. Wartet. Nahrung. Nahrung, Blätter, Blümeli. Guck, der Löwenzahn hier, habe ich ja ein bisschen was. Ich muss vorher mal mein Inventar leer machen. Ja, dann ein bisschen was. Redstone. Ich tue mal ein bisschen was hier bei Technik und Erze beim Redstone rein. Dort habe ich ja ein bisschen was dafür dabei. Bei Sonstiges haben wir noch Eisenbahnen. Schnee, Sonstiges. Tun wir mal die Schienen rein.
So. Genau, und was ich noch probieren wollte, bevor ich jetzt ja alles schmelze, nämlich wegen dem, man kann doch jetzt ja farbiges Glas machen und das würde ich dafür auch gern machen. Die Frage ist, oh, ich will jetzt nur mal kurz wissen, wie. Was, nur noch einer? Brauchen wir dafür mehr vielleicht? Ich hoffe ja nicht, ne? Hm. Gut. Ich schau mal ganz kurz, nehmen wir noch auf. Ah. Aufnehmen du mal. Ich würde mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Ich schau mal kurz nach, wie das kleine Mal war. Bis gleich.